Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Im letzten Part haben wir einem ziemlich komischen Zwerg geholfen, der ein bisschen feige zu sein schien. Und starb, zweihändig, cool. Allerdings ohne besondere Boni. Fleisch, Geflügel, Achat. Joa, geil. Schöne Vorräte, dankeschön, Leute. Ja, ein paar Wegelager haben wir auch besiegt, Banditen. Die den gefangen genommen hatten. Hier oben kommen wir später noch dran. Das machen wir natürlich auf jeden Fall noch. Machen wir das mal wieder weg. Ist auch cool. Wir sind doch recht schnell. Im Kampf ist es aber irgendwie sinnvoller, wir würden vielleicht eher auf langsam wechseln. Naja. Kommen wir hier nicht weg? Okay. Dann müssen wir wohl hier hinten rum. Wir wollen auf jeden Fall jetzt nach Goldtal, Leute. Das ist unsere nächste Aktion. Oh, ich habe gerade mal eine Bratwurst gegessen von gestern. Lecker. Ich bin gespannt. Wir werden ja noch Stufe 2 Zauber bekommen. Oh, das wird so cool und mehr Fokus auch. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich einfach mehr Fokus. Obwohl, schnellere Fokusgenerierung wäre halt auch cool, ne? Wäre halt viel besser eigentlich. Ja, ich glaube schon. Schnellere Fokusgenerierung, denn wir können so viel Fokus rausballern einfach. Wir können ja so viele Zauber sprechen, wie wir Fokus haben. Das ist so gut. Ja, wir können uns auf die Gebietskarte wechseln. Man sieht hier auch, was wir haben: Ruinen, Banditenlager, Zoreb-Lager, Bärenhöhle. Haben wir alles entdeckt. Leider können wir selber keine Dings, ne? Hinweise drauf machen, wie in Divine Divinity. Das würde mir saugut gefallen, aber naja, ist egal. Das können wir aber bei Divinity Originals sehen. Ich freue mich schon, wenn das rauskommt. Hihi. Auf meinem Kanal und auf Johns Kanal, denn mit ihm spiele ich das. Und vor allem, wenn wir wieder aufnehmen können. Und ich habe euch noch was nicht gezeigt, nämlich Festung. Du besitzt die Festung noch nicht. Ja, wir können eine Festung haben. Das ist so geil, Leute. Das wird so spaßig. Ich freue mich drauf. Und wir gehen erstmal nach Goldtal. 8 Stunden Reise. Jo, das ist okay. Kann man machen. Ah, sehr schön. Waldläufer und Schurke beginnen mit dem Heimlichkeitsbonus. Ja, oder auch Orlana. Tja, deswegen habe ich echt viel Heimlichkeit. Ja, neues Gebiet entdeckt, ein bisschen EP gesammelt. Wie viel brauchen wir noch, um weiter voranzukommen? Boah, so 2200 knapp, nicht ganz. Okay, ist eine Menge. Gehen wir einfach mal weiter voran. Ah, so cool hier. Ja, wir sind übrigens in Goldtal angekommen. Oh, guck mal. Das sind Begleiter. Ich weiß nämlich, dass ich ihn mitnehmen kann. Das heißt, ihn auch. Und den habe ich auch beim Paint gestern gesehen. Ah, interesting. Ja, okay. Dann haben wir direkt zwei Begleiter. Coole Sache. Ja, aber erstmal kommt hier noch was. Ihr seht schon, etwas sehr Böses. Aber die Grafik ist so gut. Schaut es euch an. Wie brutal und ekelhaft einfach. You must be one of the new settlers. Welcome to Gilded Vale. You'll be pleased to know that we've had some recent vacancies here. Ja, ein Mann nähert sich dir, dessen Haut so matt und grau wie das desolate Dorf hinter ihm ist. Er mustert dich mit eingesunkenen, leblosen Augen. Seine Stimme ist ein trockenes Krächzen, das haben wir eben gehört. Ja, bist du wahnsinnig? Kein Wunder, dass hier nicht viel los ist. Oder ich fühle mich jetzt schon wie zu Hause. Ja. Was machen wir? Sind wir ein bisschen schlau, also so ein bisschen schlaubi-schlumpf, oder sind wir leidenschaftlich? Wir sind mal leidenschaftlich. Bist du wahnsinnig? Kein Wunder, dass hier nicht viel los ist. Die einzige Antwort ist das Gebrumm der Fliegen am Baum. Of course, we'll need to make some inquiries first. The inestimable Lord Radric the Seventh has taken great pains to insulate our town from Widewind's legacy. Have you ever sired a Hollowborn child? Okay, das ist sehr privat. Wir können ehrlich sein, nein. Wir könnten die Antwort verweigern und stoisch sein oder diplomatisch, und das ist eine ziemlich persönliche Frage. Oder wir können aggressiv reagieren. Soweit ich gesehen habe, macht das nicht viel Unterschied. Wir sind einfach mal ehrlich, nein. Are you absolutely certain? Lord Radric has made it his first priority to eliminate this scourge from our village. Okay, also hohlgeborene Kinder. Mal schauen. I should warn you, stranger. Here in Gilded Vale, we have a special place for dissidents, charlatans, and those who would hide a curse in our midst. Okay. Er geht zur Seite und neigt seinen Kopf minimal zum deformierten Baum. Ja, wir sehen ja, was sie mit Dissidenten machen. Gut, dass wir Dissidenten nicht gewählt haben, ne? Naja, ich glaube, es hätte keinen Einfluss darauf, aber naja. His Lordship's wife is with child and due any day now. Without his approval, I shan't be able to find you a permanent settlement.
it will have to wait until after the birth. We can continue our interview then, after the bell tolls from Radric's hold to signal my lord's new heir. In the meantime, you can find temporary accommodations at the inn, just southwest of here. Ja, wir sind halt Siedler und der Fürst hat halt jedem versprochen, der hier siedeln möchte, auch Land zu bekommen. Und ja, jetzt sind ja ein paar Stellen frei geworden, wie man sieht. Oh, so übel, ey, Leute. Mann, Mann, Mann. Heftig, oder? Na gut, Du sagtest vorher etwas von Hohlgeburten und Whitewens Vermächtnis. Er blinzelt. Manchmal vergesse ich, dass ihr Ausländer diese Seuche in euren Heimatländern nicht kennt. Die Hohlgeburten sind jetzt schon seit fast 15 Jahren die Geißel des Dyerwalds. Er senkt seine Stimme und flüstert nur noch: ohne Seelen geborene Kinder. Er schüttelt den Kopf. Bemitleidenswerte dumme Dinger, die gerade mal so atmen, aber doch nicht wirklich am Leben sind. Manche sagen, die Hohlgeburten seien eine Krankheit. Manche sagen, sie seien eine Strafe der Götter. Er hebt seine leeren Hände. In Wirklichkeit weiß es niemand sicher. Da sie aber nach dem Krieg des Heiligen begannen, etablierte sich die Bezeichnung Waedwins Vermächtnis zu Ehren dieses üblen, gotteslästerlichen Heuchlers. Seine Stimme erzittert vor lauter Giftigkeit. Also, aha, okay. Die Dekrete von Fürst Radric können manchmal streng wirken, aber er trägt unser bestes Interesse im Herzen. Er nickt. Solltest du aber andere Fragen haben, kannst du sie mir gerne stellen. Es ist wichtig, dass jeder in Goldhall unsere Regeln und Risiken versteht. Okay. seit einem knapp überlebten Aufeinandertreffen mit einem Biowak fühle ich mich merkwürdig. Oder Biowak. Ob es wohl jemanden im Dorf gibt, der mir helfen könnte? Whatever your problem, it sounds like a matter for an Animancer. However, the only Animancer in Gilded Vale isn't in any condition to speak. Consider yourself fortunate. After she failed Lord Radric, we saw to it that she wouldn't profit from the misplaced trust of others. A bad cure is often worse than none at all. Okay, nett. But if you're set on finding a bottle of troll piss or a dead Audra pebble to rub on your forehead, you're welcome to check her pockets. A little corpse stink is nothing when you're digging for shit. My advice, however, is to be satisfied that you escaped and leave it at that. Du bist ein ziemliches Arschloch, weißt du das? Urgiat oder Urgit. Ja, den müssen wir mal verkloppen, würde ich sagen. Einfach mal voll auf die Fresse hauen. Naja, egal. Bevor ich hierher kam, sah ich in der Nähe von Ruinen mehrere Leute eine merkwürdige Zeremonie ausführen. Sieh dich vorsichtig an. Du solltest dir gut überlegen, wo du das erwähnst. Das unbefugte Eindringen in engwithianische Ruinen ist illegal und ganz abgesehen davon gefährlich. Wahrscheinlich hast du jemanden beim Versuch gesehen, ein neues Ritual zur Befriedigung der Götter abzuhalten. Heutzutage lassen die Leute nichts unversucht. Beerath, hab Gnade, das haben wir wirklich. Okay. Kaum waren sie damit fertig, gab es einen Boyerwick. Er poliert seine Augengläser an seinem Ärmel. Ach, er hat auch noch Brille auf, okay. Wenn du einem Biowak so nahe gekommen wärst, würdest du jetzt nicht hier stehen. Okay, tschüss. Keep out of... Listen! Two tolls. Let that be the last. Three. Gods have mercy. It seems your arrival is ill-timed. Okay, warum? Three bells toll only for the death of a Radric. I fear Lord Radric's heir is lost, or else Hollowborn, and so lost all the same. You should tread carefully. Circumstances have changed a great deal. Okay, was meinst du damit? Du kommst in einer Zeit des Trauerns zu uns. Das Vermächtnis hat Goldhall mitten ins Herz getroffen. Unsere Bemühungen, uns in Beraths Augen reinzuwaschen, müssen verdoppelt werden. Er richtet seinen festen Blick auf dich. Was ist passiert? Er zuckt mit einer seiner knochigen Schultern. Nach Ankunft der Boten werde ich weitere Details wissen, vielleicht sogar die Launen der Geburt. Wie auch immer, das betrifft dich nicht. Beeinflusst sich das Angebot des Fürsten an neue Siedler? Zu diesem Zeitpunkt weiß ich gar nicht sicher. Du solltest dich etwas ausruhen in der Schenke oder meinetwegen auch in einem Stall. Komm danach wieder zu mir, ich werde schon früh genug mehr wissen. Bedroh mich nicht, kleiner Mann. Er schüttelt unberührt den Kopf. Oh, das ist keine Drohung, nur eine Warnung. Fürst Radric wird keine Bedrohung der Seinen oder der Bewohner seiner Lande tolerieren und seiner Trauer wird ihn kaum sanftmütiger machen. Seine Trauer in dem Falle, naja. Übersetzung und so, ne? Wir haben 682 Erfahrung bekommen. Questerfahrung 852 gesamt. Okay.
Das heißt, wir sind relativ kurz vom neuen Level. 501 Lebens... 501 Punkt. Im Grunde nur. Okay. Bogenschütze. Söldner Schwertkämpfer. Wo war denn Eder? Da ist Eder. Ah, interesting. Und hier hinten haben wir was. Ach ja, und den Baum. Zwischen den Wurzeln verstreut liegen Armbänder aus Zwirn und Glasperlen, verwelkende Blumen und vom Regen teils verwaschene Notizen herum. So heftig. Schaut's euch an, Leute. Oh mein Gott. Gibt es etwas Ekelhafteres? Hier ist übrigens auch sehr ekelhaft drin, aber naja. Unter den Ranken befinden sich primitive Schnitzereien einer Sonne, die über 3 Sternen aufgeht. Okay. Könnte noch nützlich sein. Gehen wir mal zu Eder. Und reden mal mit ihm. Were you looking for someone in that tree? I could introduce you. Komisch, so über die eigenen Toten zu sprechen. Er schaut den Baum hoch und atmet aus. Sieht so aus, als ob die Hälfte des Dorfes jetzt da oben baumeln würde. Gibt wohl kaum Worte, um das gebührend zu beschreiben. Ich suche nach jemandem, mit dem ich mich besser fühlen kann. Er nickt dir verständnisvoll zu, während er einen langen Zug aus seiner Pfeife nimmt. Mein Beileid. Er atmet aus, richtet seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes und beobachtet das Dorf um sich herum. Wir wollen nochmal mit ihm reden. Der Mann grinst breit. Willkommen in unserem entzückenden Dorf. Okay. Ich weiß, dass man die mitnehmen kann. Ich weiß nur nicht, wie. Okay, wollen wir uns erstmal weiter umschauen. Hier stehen Leute. Dörfler, die sind unwichtig. Ich meine... Tuatano ist einer der besten Schmiede des Direwolves in jüngsten Zeiten. Waren seine Waren doch klar irgendwas. Tempel von Eothas habe ich entdeckt, okay. Das scheint wohl der hier gewesen zu sein. Nehmen wir uns mal ein bisschen Zeug mit. Kann ja nicht schaden. Das hier ist übrigens die Schenke zum schwarzen Hund, aber da will ich noch nicht hin. Ja, wegen denen da. Da würde ich auch vorher speichern, weil ich will das auf eine gute Weise regeln. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das direkt hinbekomme. Das möchte ich aber ausnahmsweise mal machen. Sonst werden wir alles behalten, was wir hier tun. Also ich werde da nicht einfach Saves scammen oder sowas. Aber ich möchte das diesmal auf eine andere Weise regeln, als ich es bereits einmal geregelt habe. Das hier ist jetzt was ganz Besonderes. Das werden wir uns auch gerade noch anschauen. Oh, das macht so einen Spaß, dieses Spiel, ne? Trotz des Regens fühlen die Halme sich so trocken und steif an, wie der Panzer einer Heuschrecke. Das Dorf ist eindeutig verflucht. Okay, werden wir uns das hier mal anschauen. Ich speichere einfach mal, weil ich es kann. Schauen wir uns mal Ronin Theronian an. Seht es euch an. Geil, oder? Ja, das macht dieser Flucht oder was auch immer jetzt auf uns ist. Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Seelenessenz dieses Mannes. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Und ich finde es deshalb auch sehr passend, dass wir ein Medium sind und sowieso mit der Seele eines anderen viel anstellen können, weil jetzt passt das irgendwie, finde ich. Wir erkunden die Seele. Du siehst eine Gruppe um einen Wagen herumstehen, die ein Schwert betrachtet, das in großem, eleganten Bogen geschwungen wird. Dieser Mann hält das Schwert, wechselt es mit entspannter Leichtigkeit von Hand zu Hand und lässt die Klinge vor seinem Publikum tanzen. Er wirft das Schwert in die Luft, wirbelt herum und legt dann einen Arm auf den Rücken, um es aufzufangen. Die Menge klatscht begeistert und ein paar ringen auch um Luft, da sie eine Tragödie erwartet hatten. Das hier sind so kleine Kurzgeschichten, habe ich so das Gefühl. Die ich sehr, sehr cool und sehr, sehr schön geschrieben finde. Die war wirklich sehr, sehr kurz, aber normalerweise sind sie länger. Wer bist du denn? Okay, egal. Hören wir mal Hugo hier. Das ist jetzt immer dasselbe, aber das hier ändert sich, wie ihr seht. Du siehst einen hellen, warmen Raum voller Grünpflanzen. Es gibt keinen Fleck, wo du nicht irgendeine Art von Pflanze, wo nicht irgendeine Art von Pflanze zu wachsen scheint. Hier keimen in einer Ecke Samen. Dort klettern lange Ranken die Wand hoch. Obwohl sich die meisten Pflanzen in einer Art Topf befinden, gibt es auch welche, die auf der Erde am Boden gewachsen sind, die aber dieselbe liebevolle Pflege wie die anderen erfahren. Dieser Mann wandert mit einer alten Pfeife zwischen den Zähnen durch die Pflanzen und lächelt jede von ihnen an. Neben einer Pflanze hält er an, berührt ein Blatt, hebt es an, um dessen Unterseite zu sehen, und reibt es dann vorsichtig zwischen seinen Fingern. Er nimmt eine Handvoll des Substrats, in dem die Pflanze wächst, und zerbröselt es mit seinen Fingern. Zufrieden wirft er das Substrat zurück in den Topf und fährt mit der nächsten Pflanze fort. Während er so seine Pflanzen kontrolliert, summt er ein frohes Liedchen, das er ab und zu unterbricht, um einzelne Pflanzen ein paar Wörtern vorzusingen. Schließlich erreicht er die Tür, nachdem er jede Pflanze im Raum überprüft hat. Mit einem Ausdruck gelassener Zufriedenheit im Gesicht dreht er sich noch einmal zu ihnen um. Dann dreht er sich wieder um und ist weg. Interessant, er scheint wohl leidenschaftlicher Gärtner zu sein. Ja, ich finde diese sehr schön, sehr, sehr schön geschrieben, im Englischen noch, umso viel schöner.
Und umso viel besser, weil weniger Rechtschreibfehler und so. Aber naja, das schauen wir uns auch des Weiteren. Ich werde immer wieder sowas vorlesen, Leute. Ich will das alles mitnehmen. Schmiede, schwarzer Hammer. Weil ich sehr schade fand, dass Roomba nur 2-3 durchgelesen hat und das war's. Auch wenn die relativ lang werden können. Aber naja, wir machen jetzt zwischendurch noch was anderes. Ich werde gucken, dass ich das so ein bisschen zwischendrin einbaue. Immer mal. Mal schauen. Ich versuch's. Ich hoffe, es ist nicht zu viel. Denn ich selbst finde so etwas immer sehr, sehr spannend. Ja, und seht ihr hier, das ist rot. Das heißt, wir würden stehlen. Können wir, aber nur, wenn wir sehr gut hierbei sind. Und ich fürchte leider, das sind wir nicht. Wir versuchen es einfach mal, oder? Ja. Sind wir entdeckt worden? Wir sind anscheinend hier entdeckt worden. Cool. Aber jetzt sind wir entdeckt, dummerweise. Naja, aber cool, wir konnten was stehlen. Ist doch nicht schön. Was zur Hölle bist du denn? Der sollte anders aussehen. Tuatanu. Diese Amauer ist beeindruckend gebaut und ragt Turmhoch über den Tresen. Seine Hautfarbe ist so dunkelblau wie die Tiefsee und seine kräftigen Arme sind voller definierter Muskeln. Sein kantiges Gesicht, das gleichermaßen mit Ruß und ausschweifenden Tätowierungen bedeckt ist, wird von kleinen Ohren eingerahmt. Er lächelt dir breit zu, als du dich näherst. Willkommen, du bist das erste neue Gesicht, das ich seit geraumer Zeit gesehen habe. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn hier? Was machst du denn hier? Ich fürchte, du kommst in einer seltsamen Zeit zu uns. Das Angebot ist mehr das, was es einmal war. Ist nicht mehr das, was es einmal war, wahrscheinlich. Trotzdem haben wir noch gute Waffen und Rüstungen zu verkaufen. All das haben wir hier im Schwarzen Hammer geschmiedet. Hä, der Schmied sieht aber anders aus. Den kenne ich anders. Aus meinem Vorhinein angezockt. Interessant. Ändert sich mit meiner Klassenwahl auch ein bisschen, oder mit meiner Rassenwahl ein bisschen die Leute? Oder ist das random? Finde ich ja richtig krass. Okay, was ist passiert? Wir haben einfach nicht genug Vorräte dafür. Auf die nächste Lieferung warten wir jetzt schon eine Woche und es gibt keinerlei Anzeichen auf ihren Verbleib. Ich muss vermuten, dass sie von Banditen überfallen wurde. Die Straße nach Osten ist voll mit ihnen. Vielleicht sind meine Arbeiter mit dem Wagen auch selbst über alle Berge gegangen, um die Ware zu Geld zu machen. Tuatanu schnaubt verächtlich, als ob sich dieser Haufen das trauen würde. Tuatanu denkt nach und kratzt sich am Kiefer. Wenn du zufällig auch in diese Richtung unterwegs bist, könntest du dann nicht vielleicht auf einem Güterwagen aufpassen? Oder zumindest auf meine Lieferung? Ich erwarte, dass sie die Abkürzung durch die Schwarzauen nehmen. Und dafür gibt es nur eine gute Straße. Nach Lage der Dinge gehen die meisten unserer Waffen an euer Gnaden, Fürst Redrick. Tuatanu blickt zu der Wache, die ihm am nächsten steht. Und so soll das auch sein. Für Außenstehende bleibt daher nicht viel Auswahl übrig. Wir haben einfach nicht genügend Eisen. Wir sind mal wohltätig. Ich würde sie heil und gesund zurückbringen. Ich würde es trotzdem zu schätzen wissen, wenn du es versuchst. Wenn du mir zumindest die Vorräte zurückbringst, dann werde ich dir viel mehr anzubieten haben. Für den Anfang bekommst du gleich einen Rabatt. Und solltest du meine Arbeiter finden, so gib ihnen für mich einen ordentlichen Schlag auf die Birne. Ich war doch wohltätig, okay. Okay, das Schmied ist Lieferung. Reise in Schwarzauen, okay. Good day, dear. Ja, zeig mir mal deine Waren. Der sieht aber anders aus. Der war normalerweise ein Mensch. Ich kenne ihn nur als Mensch. Was soll das? Ich bin verwirrt. Richtig verwirrt. Übrigens zockt der einen auch ganz schön ab. Meine ich. Kriegen wir nur 5 KP für. Ja, in dem werden wir nichts verkaufen. Aber ein Stilett. Das ist ja cool. Macht aber nicht wirklich viel Schaden, aber dafür sehr gute SR-Reduzierung. Zauberschlag, erschütternde Berührung. Was ist das? Da können wir ganz viel über die Waffe lesen, auch sehr viel Geschichte mitbekommen. Das möchte ich aber gerade nicht. Ich habe ja gesagt, ich möchte ja viel lesen, aber naja, muss ja nicht übertreiben. Das werden wir mitnehmen und das werden wir mitnehmen. Ja, den Umhang brauchen wir jetzt auch nicht. Wir gucken mal in den Stash. Was haben wir da Schönes? Irgendwas, was viel bringt? 40 KP? Ja. Ich denke mal, da werden wir was von verkaufen. Zum Beispiel den Helm. Und hiervon 1, 2. Damit wir den Preis ein bisschen drücken können. Jo, komm. Zap. Und jetzt kriegen wir noch ein Geld von ihm. Gut. Mehr wollte ich nicht. Das hier ist auch geil. Bronzehornfigur. Ein pro Ruhephase. Geil. Das wusste ich nicht. Auch wenn es wegen erstaunlichem Alters trüb und matt ist, sind die aufwendigen Inschriften und Texturen auf der Oberfläche des Horns noch zu erkennen. Es ist offenbar das Werk eines wahren Meisters. Beschwören Animat. Wir können einmal pro Ruhephase jemanden beschwören mit dem Ding. Das ist geil. Oh, da können wir die Gruppe mit eigentlich im Grunde vergrößern. Okay, sonst ist hier nicht viel. Hier könnten wir noch diese Kurzgeschichten uns anschauen. Hier ist ein Gewächter und ein Gemeiner. Oh, das ist sogar ein Orlan. Diese verbeulten stumpfen Schwerter scheinen reif für die Schmiede zu sein. Ein Lehrling. Och, guck mal, das können wir sogar ausplündern einfach. Ist ja cool.
Die Blasebalge seufzt in den Schmelzofen, worauf die Kohlen noch heller brennen. Tägliche Bestätigungen des Fokus und der Effizienz. Erstens, alle Fehler können in Lektion... Entschuldigt. Umgeschmiedet werden. Abaddon hat sich aus den Trümmern neu aufgebaut. Kein Rückschlag ist unüberwindbar. Nicht einmal der Tod selbst, solange die Seele sich der Aufgabe verschrieben hat. Zweitens, arbeite hart, arbeite gut. Abaddon verlangt nur ehrliche Arbeit und aufrichtigen Dienst. Alle Fehler können umgeschmiedet werden, wenn deine ersten Absichten rein sind. Drittens, alles Unwissen kann zu Wissen umgeschmiedet werden. Meistere dein Handwerk, brilliere in dem, was dir anvertraut wurde. Beleidige deinen Lehrer nicht, indem du ewig Schüler bleibst. Viertens, jede Generation muss ihre Nachfolger schmieden. Lehre dein Handwerk jeden, der lernbegierig ist. Damit vervielfältigst du die Frucht deines Wissens. Fünftens, jede Schwierigkeit kann ein Triumph umgeschmiedet werden. Begegne jedem Hindernis mit Bescheidenheit und Akzeptanz. Lass die Not den Barren deines Willens härten und du wirst niemals zerbersten. Sechstens, nimm deinen Platz an, erfülle die Pflichten deines Ranges und mische dich nicht in die Angelegenheit deiner Oberen ein. Alle Gilden zerbrechen an ihren schwächsten Glied. Siebtens, jeder Verlust kann in Stärke umgeschmiedet werden. Lohnende Arbeit heilt alle Leere. Solange du alle Werkzeuge deines Handwerks besitzt, wirst du immer in der Lage sein, neuen Reichtum zu schmieden. Achtens, schätze das Werk anderer und sie werden im Gegenzug dein Werk schätzen. Teile die Ernte mit den Hungrigen und deine Werkzeuge mit den Bedürftigen. Neuntens, alle Seelen können in alles umgeschmiedet werden, was wir wollen. Harte Arbeit ist nicht allein im Leben vonnöten. Auch im Tod darfst du nicht faulenzen. Verschreibe dich in diesem Zyklus wie im nächsten der Vortrefflichkeit. Nehmen wir mal mit, das ist ein schönes Buch. Ein bisschen komisch, religiös, aber naja. Die zwei werden wir jetzt auch noch anschauen. Oh, was ist hier? Eine Aufstellung von Tuatanos Verkäufen. Die Seiten sind fast leer. Schauen wir uns mal an. Du siehst einen Mann, der heimlich und alleine hinter einer Reihe ungeschnittener Büsche kauert. Seine Augen sind auf eine ebenso wunderschöne wie schreckliche Delemgan gerichtet, die mit halboffenen Augen ein Lied summt. Auf ihrer Schulter sitzt ein sanft rennender Vogel mit fantastischen blau-orangenfarbenen Gefieder, was den Mann völlig entzückt. Die Beschaulichkeit der Situation wird durch das erschrockene Krächzen des Vogels zerstört, als der Mann zitternd und zögerlich aufsteht. Die Delemgan lächelt ansatzweise und winkt ihn mit zwei zweigartigen Fingern zu sich. Irgendein Waldgeist oder so. Während er sich ihr nähert, sagt sie kein Wort. Aus seinem Mund aber kommen Geräusche der Ehrfurcht und Bewunderung. Neckisch und verführerisch wartet sie auf ihn. Und mit quälender Langsamkeit steht er endlich vor ihr. Dann ändert sich etwas. Sie sieht etwas schlaff von seiner Seite hängen und beginnt zu zischen. Ihre Finger sind plötzlich zu Klauen geworden und ihre Augen schwarz vor Hass. Zu seiner Axt oder seinem Zauberbuch zu greifen, dafür bleibt ihm keine Zeit. Und kaum hat sie zugeschlagen, ist sie auch schon verschwunden. Der einzige Beweis ihrer Existenz ist zitternde Wrack am Boden. Er schnappt sich sein Zauberbuch trotzdem und beginnt zu singen. Die Worte aber, Worte einer magischen Sprache, seiner eigenen Vorstellung, die er in wahnsinniger Kurzschrift hingekritzelt hat, klingen hohl. Und die Stille setzt sich unvermindert fort. Er dreht sich um und zuckt vor jemand oder etwas mit den Achseln. Aber wenn dort etwas ist, so kannst du es nicht sehen. Interessant. Wie lange haben wir noch? Ja, komm, den einen machen wir jetzt auch noch und im nächsten Part erkunden wir das Dorf weiter. Duigan Stahlrufer, okay. Du siehst, wie eine Gruppe Abenteurer von Zorips umzingelt und angegriffen wird. Dieser Mann ist bei ihnen, zeigt angesichts des Kampfes aber scheinbar Unbekümmertheit. Wie er so inmitten seiner Kameraden steht und mit fast glücklicher Miene singt, scheint er gar vom Geschehen losgelöst zu sein. Seine Stimme ist mächtig und tief und donnert wie ein perfekter Gegensatz zum Chaos der Schlacht über die Kämpfer hinweg. Das Schlachtfeld ändert sich mit jedem seiner Sätze. Seine Verbündeten leuchten in blauem, pulsierendem Licht auf, das die Zorips um sie herum einfriert. Aus dem Boden erhebt sich ein flammender Scheiterhaufen, der die Kreaturen zerschneidet und verbrennt und sie in alle Winde zerstreut. Einer der gefallenen Zorips explodiert plötzlich, als drei riesige Maden aus seinem Körper krabbeln und die verbleibenden Feinde attackieren. Das ist ein Sänger, denn der hat genau diese Fähigkeit, zum Beispiel, dass ein toter Maden aus seinem Bauch herausbrechen hat, die dann den Gegner angreifen. Völlig gefesselt von der Freude des Augenblicks sinkt der Mann weiter, bis schließlich nur noch eine der Kreaturen steht. Als sich der Mann hier immer noch singend nähert, bleiben seine Verbündeten zurück. Er greift sich seinen Hammer und zieht ihn gegen den Zorib durch. Sein Satz endet genau dann, als der Hammer den Schädel einschlägt und damit den Zauber unterbricht und sein Lied beendet. Ja, das war ein Sänger. Das sind deren Fähigkeiten. Das hier war ein Zauberer, aber komisch. Sieht nicht aus wie Zauberer, sieht aus wie Robin Hood, komischerweise. Okay, Leute, das war der Schmied.
Und ein paar neue Kurzgeschichten. Ihr werdet noch einige finden. Ich werde sie auch vorlesen. Es wird richtig schön. Wir werden das Dorf weiter erkunden. Werden sehen, dass wir die zwei Begleiter irgendwie bekommen. Ich bin gespannt. Und ja, auch ihr könnt gespannt sein, wenn es wieder weitergeht bei Pillars of Eternity. Bis dann, Leute. Tschüss.